Shalom, Shalom. Wir schicken euch allerliebste Segensgrüße aus Uganda zu diesem Fest der Erinnerung an die Geburt Jesu Christi. Und zwar an alle unsere Freunde, an unsere treuen Beter, an unsere treuen Geber, die oft wirklich Opfer bringen, um die Menschen in Uganda zu segnen. Wir lieben euch, wir schätzen euch und wir sind sehr verbunden mit euch und beten, dass dieses Fest etwas anderes ist, als es bis jetzt immer war. Und zwar Weihnachten im Lockdown. Ist das etwas Neues? Nein, vor 2000 Jahren waren die Türen verschlossen. Lockdown für Maria und Josef. Es blieb nur der Stall. Und bald darauf waren sie Flüchtlinge. Und es blieb ihnen nichts erspart. Und doch kamen Hirten, die Letzten der Gesellschaft. Und es kamen Weise aus dem Osten. Ohne Visum, ohne Erlaubnis, ohne Impfung. Sie folgten nur dem Stern, der aufging über Jakobs Haus. Und gehen wir mit ihnen in dieser heiligen Nacht zu dem, der alleine die Erlösung gebracht. Staunen wie die Hirten, anbeten wie die Weisen, das Christkind kam und kommt. Und würde er tausendmal zu Bethlehem geboren, doch nicht in dir, so bliebst du verloren. Auf zum Stall, Pandemie hin oder her, der Gott in menschlicher Gestalt, er kommt. Drum zögert nicht mehr. Maske auf und Abstand halten, aber lasset seine Gnade walten. Er will geboren werden in dir, schenk ihm dein Herz. Er will nicht mehr, kein Konsum, kein Kommerz. Er will nur eines, dein offenes Herz. Dann wird es Weihnacht, heilige Nacht. Das ist es, was Christkind gebracht. Erlösung, Frieden und Heil. Ja, das alles wird uns in ihm zuteil. Und wenn alles zu ist, bleiben doch seine Arme offen für alle, die hoffen. Das ist das Geheimnis der heiligen Nacht. Das hat uns das Christkind gebracht. Corona macht uns traurig und krank, er aber hält uns an seiner Hand. Ein Kind so schwach und so klein, ja, er allein schenkt uns Leben, Hoffnung und Sein. Darum greift des Christkinds Hand, so haltet ihr allem Bösen stand. Die Seuche kam und vergeht, doch Gott im Kind ist es, der immer zu uns steht. Sein Name ist Immanuel, der Gott, der alle Dunkelheit hell macht. Gesegnete Zeit euch allen. Ihr Lieben, das hat mir jemand geschrieben, das hat mich sehr berührt. Und jetzt möchte ich euch sagen, aus meiner Erkenntnis, die Hauptbotschaft für Weihnachten ist, dass der König aller Könige als Kind in diese Welt gekommen ist. Und sein zweiter Auftrag war, dass er den Tempel Gottes aus einem Gebäude herausgeholt hat und in Menschenherzen verlegt hat. Du und ich, wir sind geboren, berufen, der Tempel des Heiligen Geistes zu sein. Und das Leben Jesu, sein Tod, seine Auferstehung, das sind Realitäten. Und es ist eine Vollmacht, die er uns jetzt gegeben hat. Und zwar durch sein Leben in uns, Christus in uns, dass wir die Hoffnung auf Herrlichkeit für diese Welt werden und sind. Das ist meine Botschaft für euch. Auf natürlich herzlichsten Dank für euer zu uns stehen, mit uns gehen, für uns beten. Wir beten für euch. Wir beten, dass ein hundertfacher Segen dich und alle deine Lieben umgibt und dass wir alle in einer Blase der Verborgenheit sind, der Geborgenheit in Jesus Christus. Ja, ich möchte euch sagen, es ist sehr viel geschehen in diesem Jahr. Unwahrscheinlich konnten wir das Werk renovieren, restaurieren, aber auch es fängt an zu explodieren. In Karamocha, die Volksschule für die 700 Kinder, ist schon so weit, dass sie im April vollständig fertig ist. Auf dem Gebetsberg, das Krankenhaus, viele haben gespendet für diese Sachen, wird auch im April fertig sein. In Nachifuma, in der Schule für fast 4000 junge Menschen, wurde eine Community Hall für 4000 gebaut. Wunderschön, zu einem hier lächerlichen Spottpreis, aber extrem schön und auch sehr gut gebaut.
Es wird auch jetzt noch ein, werden noch Schlafräume für 1600 Kinder gebaut. Und wir vertrauen, dass auch in diesem kommenden Jahr noch weiter die Projekte, die Gott uns ans Herz gelegt hat, fertiggestellt werden können. Eine große Klinik in Karamoja. Dann brauchen wir noch große Erweiterung unserer Berufsschulen, denn so viele Menschen, besonders jetzt von den Straßen in Kampala, die arbeitslos sind, wollen durch uns eine Zukunft bekommen und Hoffnung für ihr Leben. Und da wollen wir die Berufsschulen erweitern. Außerdem hat Gott uns verheißen, ja, dass auch noch eine Universität kommt. Und vor einigen Jahren bekam ich eine gute Prophetie von François Botes. Er sagte, die Zeit, einen Joshua zu wählen, ist noch nicht gekommen. Also müsst ihr mit mir noch etwas aushalten und durchstehen. Er sagt, das Werk wird sich sehr in Afrika verbreiten. Wir haben den Auftrag von Gott, dass in jedem afrikanischen Staat eine Vision für Afrika entsteht. Und dann hat er gesagt, Indien wartet noch auf mich und Israel und eine große Radio- und Fernsehstation. Und wir spüren, dass alles jetzt schon in den Anfangsstadien uns gezeigt wird. Wir sind so dankbar, dass wir wissen, wir haben Freunde, die Reich Gottes bauen wollen und die uns mit ihrer Hilfe, mit ihrer Liebe, mit ihren Gebeten und mit ihrem Geben, auch mit ihrem persönlichen Einsatz, uns helfen, Reich Gottes zu bauen, wo immer wir sind. Wir lieben euch, wir schätzen euch und wir wünschen euch Gottes Allerbestes, nämlich das Wesentliche. Nicht Geschenke sind das Wesentliche, nicht der Christbaum, nicht der Weihnachtsmarkt, sondern Christus in uns. Er will in unseren Herzen leben, durch uns leben und durch uns sein Reich bauen. Und so lasst uns das Gebet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Lasst uns das jetzt im Glauben in unseren Herzen wachsen und umsetzen und durch uns sichtbar werden. In der Liebe Jesu und in der Gemeinschaft der Heiligen in Uganda, besonders unserer Familien und Mitarbeiter, grüße ich euch von ganzem Herzen und vertraue, dass wir uns auf dieser Erde doch wieder einmal sehen werden. Ansonsten spätestens in der Herrlichkeit. Shalom, shalom.